Auf die neue Bärenanlage im Hoyerswerdaer Zoo zieht im Frühjahr Leben ein. Das Areal vor dem Schloss wird das Zuhause von zwei dreijährigen Braunbären. Björn und Bengt leben derzeit noch im Nationalpark Bayrischer Wald und sollen nach der Winterruhe umziehen, heißt es in einer Mitteilung des Zoos. Die 17 Jahre alte Grizzly-Bärin Jane, die bislang in der Felsenburg neben dem Zoo-Café lebte, wird in den Tierpark Bischofswerda wechseln und dort dem 11-jährigen Balu Gesellschaft leisten.